Wer braucht schon Männer? Die Frankfurterin Celina Moore offensichtlich nicht. Sie hat so ziemlich alles erreicht, was man sich mit Anfang 20 erträumen kann. Mehr als 2 Millionen Follower auf TikTok, hunderttausende Fans, die ihre Musik hören und eine Hauptrolle in einem Kinofilm hatte sie auch schon. Ich mache das sehr gerne, weil es mir sehr viel Spaß macht und ich würde es am liebsten noch 50 Jahre weitermachen. Heute am Weltfrauentag ist Celinas Musikvideo zum Song Ambitious rausgekommen. Der Song feiert alle Frauen auf der Welt, ist eine Hommage an die Weiblichkeit. Denn auch 2022 haben es Frauen leider oft schwerer als Männer. Viele Frauen werden noch benachteiligt in vielen Bereichen. Zum Beispiel auch in der Musik wird viel mehr Männermusik gespielt. Und ja, man muss sich auch als Frau sehr oft unangebrachte Kommentare anhören. Und mir ist das auch selber schon oft passiert, dass ich zum Beispiel auf mein Aussehen reduziert wurde oder so. I'm not a bitch, I'm the bitch, get it right. Wer bei dem Song Ambitious jetzt denkt, Moment mal, eine Bitch ist doch etwas Negatives. Nicht unbedingt, findet Celina. Ambitious soll heißen, dass man eine unabhängige, starke Frau ist und sich von niemandem was sagen lässt, was man tun oder lassen soll. Eine Beziehung hat Celina aktuell nicht. Sie feiert das Single-Dasein. Nur ein Mann darf in ihrem Leben zurzeit nicht fehlen, ihr Onkel. Du bist mein Sonnenblumen. Er ist der Grund, warum Celina überhaupt angefangen hat zu singen. Denn ihr Onkel hat eine schwere Krankheit. Mit ihrer Musik will Celina ihm Mut machen. Er hat eine Hämoglobin-Erbkrankheit. Und er hat mir schon immer gesagt, dass er nicht weiß, wie lange er noch da ist. Ja, aber ihr mögt das bald machen. Lang, wie möglich. Meine Lieblinge, komm, ich muss mich. Vor allem Social Media verbindet Celina und ihren Onkel. Inzwischen sind beide zu Internetstars geworden. Unter dem Künstlernamen Onkel Boy hat der 60-Jährige 250.000 Follower auf TikTok. Während Celina eher der musikalische Vollprofi ist, macht Onkel Boy professionellen Quatsch. Es ist sehr schön, das mit jemandem zu teilen und dann auch noch mit meinem Onkel, weil er ein sehr positiver Mensch ist und ja, er ist auch irgendwie so mein Vorbild, weil es ihm egal ist, was andere sagen. Du bist mein Sonnenblumen. Oh, danke, Onkel. Bitte sehr.